So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game von Wolf bei der LP. Es wurde sich mal wieder ein Turnier gewünscht und ich würde sagen, das machen wir auch. Außerdem muss ich mich mal wieder ein bisschen über hier Artikel 13 beschweren. Können wir ein Themendeck-Ding machen, weil fürs Standardformat, ich habe gerade nichts so Tolles, das ich da machen möchte. Außerdem möchte ich ein bisschen reden und da eignen sich ja so Themendecks immer ganz gut, wenn ich es finde. Da war es doch. So, teilnehmen. Und dann machen wir einen Cut und sobald das fertig ist, fange ich an, mich zu beschweren. Was haltet ihr davon? Ja, ich weiß, ich sollte mich nicht beschweren. Ich habe frei und es ist toll. Es ist jetzt mein zweiter pseudofreier Tag und ich erkläre auch gleich, warum pseudofrei. Also, bis gleich. Ich spring mal kurz rein. Gab's das schon immer? Dass es hier jetzt so ein Chat gibt mit jedem, der drin ist? In dem Turnier, das ist ganz cool. Also, ich glaube, es gab so einen Chat, aber den hat nie einer benutzt. Okay, sehr interessant. Schön, hier schreibt einer, mach meine Kinder bereit für die Schule, während ich ein bisschen TCG spiele. Ich mag's, Multitasking zu machen. Ich wollte euch das eigentlich bloß mal zeigen, ich habe gedacht, jetzt wird's voll. Wow, ein Elternteil, du bist unglaublich. Ich übersetze das jetzt einfach gerade mal so ein bisschen. Ja, ich hingegen habe heute meinen ersten pseudofreien Tag. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, der letzte kommt gleich. Dann erkläre ich das kurz. Warum pseudofrei? Ganz einfach. Ich habe heute meinen zweiten pseudofreien. Meinen ersten hatte ich gestern. Aber wie habe ich meinen ersten pseudofreien Tag verbracht? Mit Aufnehmen und Rendern. Also wirklich, mein erster freier Tag war im Prinzip nur ungefähr 3 Stunden aufnehmen. Und 7 Stunden rendern und zwischenzeitlich war ich noch einkaufen. Aber das habe ich, glaube ich, während dem Rendern gemacht, beziehungsweise 2 Stunden rendern. Aber Windows hat mir da irgendwie was verhauen, weshalb die Aufnahmen nicht richtig fertig gerendert sind. Deswegen musste ich die 2 Stunden dann nochmal machen. Schön, oder? Das war so gestern mein Tag. Und heute ist im Prinzip auch nochmal rendern angesagt. Dann muss ich langsam mal zu Rande kommen. Weil mein Bruder wollte mit mir nachher noch weg, dementsprechend muss ich dann da auch noch hin, beziehungsweise will natürlich auch, aber ja. Es ist halt trotzdem anstrengend, weil es sind meine freien Tage und ich bin im Prinzip jeden Tag voll beschäftigt und ich bin auch nicht dazu gekommen zu tun, was ich eigentlich tun will, sondern bin eigentlich nur am Aufnehmen etc. Aber das wird schon. Ich meine, klar habe ich jetzt am Anfang ein bisschen zu tun, aber morgen ist auch noch ein Tag. Und morgen muss ich meinem Vater helfen, am Sonntag ist... Okay, da ist ein Escape Room mit meiner Familie angesagt. Das wird ganz cool. Montag wahrscheinlich auch noch meinem Vater helfen. Dann Montagabend oder Dienstagmittag wieder zurück in meine Wohnung fahren. Und ab da habe ich dann... Ja, vielleicht frei. Wahrscheinlich muss ich Dienstag bis Mittwoch dann auch nochmal an Aufnahmen sitzen. Aber ab dann habe ich wahrscheinlich erstmal frei. Ja, und warum wollte ich mich nochmal über Artikel 13 aufregen? Beziehungsweise, ich weiß, es haben einige Leute auch geschrieben, der heißt jetzt 17. Der heißt nur in Deutschland 17. In den USA, in den USA, ich bin ein bisschen müde noch. In Deutschland heißt der, ist er jetzt zu 17 geworden. In Europa ist er alle, also in der EU-Version ist er dennoch Artikel 13. Deswegen nur für all diejenigen, die sagen, das ist gar nicht mehr Artikel 13. Doch, nur nicht in Deutschland.
Das Problem, was ich damit einfach habe, ist, wie die CDU damit umgeht. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Problem, weil da wird dann erstens YouTube in eine Verantwortung genommen, die überhaupt nicht deren Verantwortung ist. Es wird völlig falsch reduziert auf Probleme, die so gar nicht existieren, und vor allen Dingen werden Leute für etwas verantwortlich gemacht, für das sie nichts können, beziehungsweise es wird einfach völlig falsch irgendwas behauptet. Inwiefern meine ich das? Naja, zum Beispiel so Totschlagargument der CDU, und was ich jetzt auch beim Nur gehört habe. Grüße an Dieter Nur. Ich weiß nicht, hast du da zu viel auf die CDU gehört oder was ist das? Denn jeder, der gegen Artikel 13 protestiert, hat was dagegen, dass Leute bezahlt werden. Ja. Kann man natürlich so sehen. Nach dieser Argumentation hat allerdings auch jeder, der gegen die Todesstrafe ist, etwas dagegen, dass Leute bestraft werden. Dass man bloß etwas gegen eine spezielle Form dagegen hat, wie zum Beispiel im Falle der Todesstrafe etwas gegen diese übertriebene Bestrafung durch Töten, sondern eher für Gefängnisstrafen ist, das ist völlig egal. Wer etwas dagegen hat, der ist gegen das komplette Prinzip. Also wenn ihr hier zum Beispiel sagt, in deinem Deck ist was schlecht, pack doch zum Beispiel mal einen Timerball rein. Das ist viel besser. Dann habt ihr natürlich, ganz klar, wie könnte es anders sein, etwas dagegen, dass ich das Pokémon TCG hier auf YouTube mache. Und ich finde es gerade sehr verwerflich, dass wir in der Tat kein Logok haben. Wir haben kein Logok. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Wir haben kein Logok. Was soll das? Ja, also das ist tatsächlich das Prinzip, mit dem wir hier gerade vorantreten. Wenn jemand etwas dagegen hat, dann ist er gegen das Gesamte. Und alle anderen sind natürlich von Google bezahlt. Ist ja klar, weil ist ja nicht so, als ob Google der Einzige ist, der diese Algorithmen, also zusammen mit Facebook, ja, die diese Algorithmen, die für den, für diese Filter nötig sind, programmieren können und die schön an den Mann verkauft. Also ist natürlich so, dass Google absolut dagegen ist, weil daran würden die sich ja bereichern. Und jeder weiß, große Konzerne wollen sich überhaupt nicht gegen, überhaupt nicht in irgendeiner Form bereichern, ist ja klar. Deswegen sind die dagegen und bezahlen Leute dafür, dass sie dagegen sind. Es ist absoluter Schwachsinn. Und für die Älteren, es gibt ja auch Ältere, die vielleicht zusehen, das ist so, als ob ich hingehe und ein Kabelnetz anbiete, also zum Beispiel, ich weiß nicht, bei uns ist es hauptsächlich Unity Media, Vodafone macht, glaube ich, auch Fernsehen, oder? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Telekom, glaube ich, auch. Wenn ich jetzt, aber bei uns ist halt Unity Media, so. Beziehungsweise bei mir in der Wohnung ist es gar nicht, weil ich habe keinen Fernseher, aber zumindest bei meinem Vater ist Unity Media. So. Und wenn ich jetzt hingehe und Satellitenfernsehen habe und danach gehe und da läuft auf irgendeinem, was weiß ich woher, Sender eine Lesung von einem Buch. Und die haben jetzt nicht um Erlaubnis, den Autoren des Buches um Erlaubnis gefragt, dass sie das auch wirklich ausstrahlen dürfen. So. Haben wir dann immer noch genug, wenn ich jetzt noch eine Energie lege? Ich glaube ja. Ist ja auch egal, theoretisch. Dann verklagen die Unity Media dafür, dass dieser Fernsehsender, den man eigentlich nur über Satellitenfernsehen empfangen hat, mit dem die so gar nichts zu tun haben, diese Lesungen gemacht hat. Weil, ist ja klar, wenn die den Sender direkt verklagt hätten, hätten die weniger Geld bekommen, als wenn sie so einen großen Konzern verklagen.
Und das ist halt tatsächlich derzeit das Problem. Man verklagt irgendwen Kleines, eigentlich, und die Verläge wollen aber jemand Größeres verklagen, weil das mehr Kohle bringt. Einfaches Prinzip. Und daher, ist ein bisschen doof. Also ich mag's nicht, und ich mag's nicht, dass dann so dagegen, dass da so Ausreden für gefunden werden, damit man bloß nicht mal drüber nachdenken muss, wie es besser geht. Und übrigens, darf ich nochmal anmerken, wir gehen jetzt zum On-Topic über und wir kämpfen hier gerade gegen DL Carry, das ist das Elternteil, das wir eben im Chat gesehen haben, wem es nicht aufgefallen ist. Gegen den kämpfen wir gerade. Oh, hat unser Gegner aufgegeben? Das ging schnell. So, wie sieht's denn hier? Ja, beginnt in 10 Sekunden. Oh, ja, den einen... Also, er hat wohl seinen Gegner auch rausgehauen. No Truth. Oh Gott, Wasserdeck. Unser Todfeind sozusagen kann uns ziemlich Probleme machen. Aber unsere erste Runde haben wir gewonnen, das heißt, einen Booster kriegen wir sowieso. Hunduster ist an sich gut, aber wir haben ein bisschen wenig. Was ist hier mit unserer Internetverbindung? Eigentlich sollte die gut sein. Die lädt bloß gerade noch Devil May Cry hoch. Was? Nein, ich habe Internet. Mein Internet funktioniert. Ich bin mit dem Internet verbunden. Verbindung zum Server unterbrochen. Geil, wir sehen uns gleich wieder. Okay, es hat uns jetzt einfach hier wieder ins Match geschmissen. Ich weiß nicht, was das eben war. Ob die Server jetzt gerade noch ein paar Probleme haben. Irgendwie mit einer neueren Serverversion oder sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, das ist jetzt Phase. Kann ich Teamjagd schon einsetzen? Nein. Erst nächste Runde. Ich muss dann auf jeden Fall mehr Handkarten haben als unser Gegner. Oder unsere Gegnerin. Damit wir dann gleich richtig draufhauen können. Aber wahrscheinlich gibt es jetzt gleich Sammeln. Damit darf sie ja wieder zwei Karten ziehen. Nur 5 Karten. Wenn sie auf 3 Karten runterkommt, bevor sie Sammeln einsetzt, geht's. Oder 2 Karten zumindest. Weil wir müssen ja noch eine Energie anlegen. Wir haben dann 7, 2 müssen wir legen. Das heißt, eigentlich müsste sie noch extrem runtergehen. Macht sie aber nicht. Sie hat jetzt 7 Karten auf der Hand. Da können wir nicht gewinnen. Dann spielen wir eher all unsere Pokémon und ziehen nochmal 5 neue. Ich habe Geister im Haus. Leute, ich habe Geister im Haus. Falls ihr jetzt gerade so ein Piepen im Hintergrund hört, mein Wecker klingelt gerade. Problem ist, ich habe meinen Wecker nicht gestellt. Entweder mein Wecker gibt einen Geist auf oder ich habe echt Geister. Irgendwas mit Geist hat es auf jeden Fall zu tun. So viel kann ich verraten. So. Holen uns mal das Jungblut oben drauf. Ich habe nämlich einen Plan. Blöd ist, wir haben gerade keine Energie. Das heißt, eine Runde müssten wir theoretisch noch rauszögern. Wir machen einfach Angriffseinsatz, vielleicht ziehen wir Energie.
Mein Wecker schaltet sich irgendwann aus. Ich kann jetzt nicht aufstehen, weil mein Headset leider auch so einen leichten Wackelkontakt hat. Ich muss das mit Pasch mal irgendwie alles machen. Jetzt, wo ich frei habe, vielleicht finde ich mal einen Termin mit Pasch, dass wir mal meine ganzen alten Kabel zusammenlöten. Okay, es hat uns nicht umgebracht. Aber es hat auch nur Amnesie eingesetzt, ne? Ja, jetzt können wir nur Ränkeschmiede einsetzen. Ist aber eventuell gar nicht mal so verkehrt. Ah, mein Wecker hat aufgehört. So, wir legen uns nämlich jetzt Pflanzenenergie oben drauf. Ich habe nämlich eine Idee. Aha. Der Wolf ist nämlich doch ganz klug. Wir machen das jetzt nämlich mit der TV-Reporterin. Ziehen hier, schmeißen eine Feuerenergie weg. Benutzen jetzt hier Brandstiftung. Holen die Feuerenergie wieder. Legen die an Scaraborn an. Legen die Energie an das an. Tauschen Hundemon aus. Und können jetzt mit einflussreichen Freunden einfach das Enteron erledigen. Und zack, haben wir uns hier einen Vorteil geschaffen und haben eigentlich kaum was gemacht bisher. Also beziehungsweise haben schon was gemacht, aber halt anständig. Turtok mit mächtiger Schwall, was macht das nochmal? Obersten 6 Karten angucken und Energie anlegen. Nur eine. Das ist aber schade, dass es uns nicht angreifen kann. So schade. Nicht wirklich, aber so schade. So, legen wir uns mal ein Entei oben drauf, würde ich sagen. Das können wir dann nächste Runde ziehen. Jetzt hauen wir erstmal mit den einflussreichen Freunden das Turtok weg. Holen uns eine Preiskarte. Also es sieht so aus, als ob wir im Finale stehen werden. Ich würde jetzt mal drauf tippen. Die Energie spielt sich auch seit dem letzten Update schneller, habe ich das Gefühl. Es wirkt immer, als ob man eine Fast-Forward-Taste drückt. Ja, da gibt unsere Gegnerin auch schon auf. Unser nächster Sieg. Und damit sind wir im Finale. Das hätte ich beim Disconnect nicht gedacht. So, jetzt erwartet uns Blissey im Finale. Hoffe ich. So. Okay, unsere Nachricht kommt einfach nicht an, ist auch okay. Oder macht's einfach nicht mehr, weil wir der Einzige sind, der derzeit im Chat ist. Kann natürlich auch Cassio sein, aber ich hoffe irgendwie drauf, Blissey zu treffen. Weil die Leute, die am Anfang geschrieben haben, ich meine, wir haben DL Carry gesehen. Haben wir in der ersten Runde rausgehauen. No Truth hat leider nicht mitgeschrieben. Aber jetzt haben wir halt wirklich die Chance, Blissey zu treffen. Ich würde aber sagen, wir machen hier einen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn der letzte Kampf beginnt. Weiter geht's mit der Finalrunde und wie vorhergesagt kämpfen wir tatsächlich gegen Blissey-Player. Ich muss schon sagen, schön ihn im Finale zu sehen. Wir haben jetzt nicht die beste Starthand, aber können was draus machen. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt noch mehr Karten ziehen dürfen. Ich bin jetzt so ein bisschen rausgekommen, weil ich jetzt tatsächlich nochmal 10, 15 Minuten warten musste. Ich glaube, es waren 10. So, jetzt ist halt die Frage, ich glaube, den Tausch und eine Feuerenergie opfere ich. Und dafür holen wir uns einen Schneckmack. Weil, seien wir ehrlich, Makago ist so das Nonplusultra der Pokémon-Welt, was wir hier gerade, zumindest für unser
schmales Arsenal haben. Zack, holen wir uns gleich noch ein Flemly. Dann können wir hier gleich die Entwicklungen anheizen. Angreifen können wir in der ersten Runde noch nicht, aber das war doch mal ein guter Start. Und ich weiß, viele von euch gucken nur das Pokémon Trading Card Game, was ein bisschen schade ist, weil ich bringe so viel auf meinem Kanal und ich versuche für jeden was dabei zu haben. Ich bin gerade eben etwas erschrocken, weil vor meiner Tür irgendjemand laut geredet hat. Ja, also wie gesagt, ich versuche für jeden was dabei zu haben. So, wollen wir uns nochmal Energie holen oder wollen wir uns noch ein Pokémon holen? Ich glaube, zuerst brauchen wir ein bisschen Energie. So. Was reden die denn so laut? Die schreien ja quasi vor meiner Tür rum. So, wir holen uns eine Unterstützungskarte von ihm. Oh, die Nachahmerin, da können wir richtig viele Karten ziehen. War jetzt nicht ganz, was ich wollte. Eine Karte zum Kartenziehen hätte ich schon ganz gern noch gehabt. Also eine Kartenziehkarte sozusagen. Aber eventuell ziehen wir ja auch so ein Logok. Damit können wir dann richtig punkten. Ich sehe schon, das Finale wird ein harter Kampf. Ah, Logok ist es nicht, aber das können wir uns dann nächste Runde holen. So. So. Wollen wir eine Unterstützungskarte von ihm klauen? Nehmen wir uns Tali, dann können wir drei Karten ziehen. Und kriegen auf jeden Fall unser Logok. So, nächste Runde geht es nämlich dann ab. Dann kommt hier der Anfang vom Ende. Weil so ein Nidorina bzw. auch Nidoqueen dann, das hat keine Chance gegen uns. Weil dafür müssten wir eigentlich noch eine Vorbereitung treffen. Weil wir bräuchten eigentlich noch ein Bromley, dass wir das Vieh auf einen Schlag erledigen, bevor es zu irgendwas kommt. Darauf können wir uns aber gerade nicht verlassen. Beziehungsweise wir können es ja eigentlich jetzt ziehen, aber halt... Es dauert eine Runde, bis wir es wirklich einsetzen können. Das ist das Hauptproblem. So, Brandstiftung. Energie holen, Energie bereit machen. Laden und Feuer sozusagen. So, dann holen wir uns aber den Bromley schon mal bereit, dass wir ihn einsetzen können, wann immer wir ihn brauchen. Und dank einflussreiche Freunde ist auf jeden Fall das Porenta weg. Mit etwas Glück kriegen wir auch das Nidorina weg, beziehungsweise Nidoqueen, wenn es dann soweit kommt. Jetzt habe ich mir nämlich gedacht, dass jetzt nochmal so ein Ausweichmove stattfindet. Wir müssen ja eigentlich nur das Nidorina erledigen, damit das Nidoqueen dann uns keinen Schaden zufügt. Ich frage mich gerade, ist das eine Falle oder sollten wir zuerst das Galoppa erledigen? Ehrlich, das ist gerade so die Frage, die ich mir stelle. Weil eventuell wäre es ganz clever, das Galoppa wegzuhauen. Nidoqueen kriegen wir eh kaputt. Aber das Galoppa, bevor es uns hier irgendwas anhaben kann, Moment. Erstmal sicherstellen, dass eine Energie oben liegt. Nein, das ist kein... Ich bin zu hektisch gerade. So. Energie oben drauflegen. Und Eruption. Ja, bei ihm war keins. Aber bei ihm war das Glutexo. Das heißt, sein Glumanda kann er jetzt... Zumindest mit der Karte nicht entwickeln.
Da wird wieder das Porenta als Schutzschild vorgeschoben. Und so ein bisschen schade, dass wir nur einen Bromley haben. Ich glaube, wir haben noch einen zweiten, aber der dürfte gepreist sein. Sonst könnten wir das Nidorina gerade zum Killen benutzen. Aber können wir gerade nicht. So, mit Brandstiftung kann sich aber Logok selber noch Energie verpassen. So, dann ist das nämlich auch bereit. Dann machen wir jetzt einfach mal ohne bereitzulegen. Eruption. Haben trotzdem die 140 Schaden. Sehr schön. Ohne Feuerenergie. Also ich glaube, dass selbst wenn es sich zu einem Nidoqueen entwickelt, das Nidorina ist erledigt. Sagt gut gespielt. Oh, er hat aufgegeben. Das heißt, wir haben das Turnier gewonnen. Ja. Und ein paar schöne Booster. Leider jetzt nicht die, die ich gerne gehabt hätte. Ja, Turnier abgeschlossen. Hier kriegen wir nochmal das. Aber wir haben auf jeden Fall 200 Münzen gekriegt. Allein das war ja schon mal eine ganze Menge wert. Und ja, ein paar Booster, die wir zum Tauschen verwenden können oder eben ähnlichem. So, ja, das sind unsere Daily Challenges. Weiß nicht, vielleicht mache ich die jetzt noch, vielleicht nicht. Mal schauen, wie es von der Zeit her passt. Ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es dann weitergeht mit dem Pokémon Trading Card Game hier bei Wolf bei der LP. Bis dann, euer Wolf.